Folge Horizon Zero Dawn. Ja, eine neue Aufnahme, ein neuer Tag und ich bin jetzt auch wieder, sagen wir, ausgeschlafen und hoffentlich etwas entspannter. Gestern war ich wirklich durch an dem Tag und ich habe auch heute erstmal prompt knapp 2 Stunden verschlafen. Ja, passiert. Nützlich für eine alte Rezeptur. So, jetzt habe ich vergessen, wie ich das Pferd rufe. Ich dachte eigentlich, dass ich das hier unten mit Z einstelle, aber irgendwie stelle ich das mit Z ein, aber ich rufe das Pferd damit nicht. Mein Fokus findet hier vielleicht was. Das hast du gestern schon gesagt. Wir müssen mal eben einmal kurz in die Steuerung gehen. Das ist doch die Steuerung, oder? Tastaturbelegung. Wo rufe ich mein Pferdchen? Sehe ich nicht. Oh Mann. Dann haben wir doch hier bestimmt irgendwo so eine Notiz. Da. Damit. Ich weiß nicht, wie ich das Pferd rufe. Ich hab's vergessen. Ich bin darüber beschwert, dass ich die Nachricht so oft kam. Jetzt habe ich sie vergessen. Nun gut, es fällt mir bestimmt ein. Ich bin mir sicher. Vorbereitung ist alles für ein erfolgreiches Spielerlebnis. Tiere, ne? Die wissen, wann man auf sie zielt. Faszinierend. Grünes Fleisch. Oder Knochen. Oder. Wir laufen jetzt mal Richtung Wahl. Und nehmen mit, was wir dann unterwegs noch an Quest bekommen. Gehen wir davon aus, dass wir noch nicht fertig sind hier im Becken. Tipp. Wir können noch ein bisschen sprinten. Und dann nächsten Pflanze wieder rein. Ach, wir sind schon da. So, verkaufen. Wir haben nichts zu verkaufen. Das brauchen wir alles. Kaufen. Schatzkisten? Oh, wir kriegen Geschenke. Aha. Banukollenbogen, okay. Nehme ich. Banuk-Vorreiterin, nehme ich. Kaja macht Bogen, nehme ich auch. Und Kaja Sturmhüter, was haben wir? Nehme ich. Outfits.
Also das haben wir an. Mit nichts drauf. So, das können wir haben. 5 Schutz gegen alles. Was ist das? Gartner Sturmhüterin. Das ist besser gegen Nahkampf- und Fernkampfangriffe. Lass uns die mal ausrüsten. Was haben wir an Waffen bekommen? 80, 15. Wo ist jetzt unsere Bogen? Den wir angelegt haben? Den, ne? Okay, den haben wir schon verbessert. Was haben wir hier? 80. Ein Spezialjägerbogen. Jägerbogen. Der hat aber höheren Abriss. Und der hat nochmal zusätzlich einen Feuerschaden. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Was haben wir denn noch am plus 23 Abriss? Okay. Machen wir erstmal drauf. Wir können die ja noch nicht runternehmen, unsere. Oh, die hat 2 Modifikationsplätze. Okay. Was hatten wir denn überhaupt noch Modifikationen? Fernkampf, Angriffsschutz, ja. Ja, mach ich drauf. Soll's. Da können wir nichts herstellen. Oh, die Flügler nennen. Ein bisschen over the top, ansonsten. Lass uns die andere Rüstung noch mal angucken. Outfits. Die ist lustig bunt. Ich glaube, ich nehme RGF mit. So. Geräusche. Direkt vor den Toren? Die Tore scheinen zerstört zu sein. Vorsichtig! Holt es näher ran! Her! Wahl, nicht wahr? Aloy, die Gewinnerin der Erprobung. Du hast also tatsächlich überlebt. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen.
Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Es heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Die Gewinnerin der Erprobung. Woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden. Du hast für sie gekämpft. Wie auch Bast. Und meine Schwester. Seine Schwester war Vala? Es tut mir leid. Ich mochte sie. Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke. Sie starb für andere. Kein Tod ist besser. Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen. Direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen, voller Verderbnis, überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sie schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg. Und unsere Verluste extrem. Kriegsherrin Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen. Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär. Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Oh, verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Jo, sieht so aus, als hätten wir einen neuen Auftrag. Aber er hat jetzt den Falschen ausgewählt. Die Göttin schütze dich. Jo, Feuerchen angezündet. Mein ganzes Leben. Immer im Becken. Die Welt ist größer geworden. Aber auch gefährlicher. Ja, Aloy. Abenteuer warten uns. Und viele virtuelle Tode. Ich befürchte. Moment mal. Wir gucken mal eben nach den Aufträgen. Die Spur der Kriegsherren. Nehmen wir doch erstmal die hier an. Ich wollte mal eben was gucken. Nee, das ist es nicht. Munitionsbauer, Ausbeuter, Finder. Wo ist denn dieser Skill, mit dem wir auch unsere die Verbesserungen wieder ausbauen können, die Modifikation. Ich weiß es nicht. Ich hätte ja gedacht, der wäre irgendwo hier. Also hier bei Samba. Weil das ist doch einer, der mir ziemlich wichtig erscheint. Oder habe ich den schon?
ist auch cool. Ach, hier unten. Uff. Das sind mir noch 2, 5, 8 Punkte. Eieiei. Okay, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da hin. Oh, das ist noch eine Quest. Geht es dir gut, Jäger? Wurdest du beim Kriegstruppangriff verletzt? Nicht wirklich. Und ich bin kein Jäger oder Krieger. Ich bin eigentlich niemand. Du solltest nicht mal mit mir reden. Wer immer du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Cran. Ich wollte mich an den Prüfungen im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Es, lief nicht so gut. Wieso sagst du, dass du ein Niemand wärst und ich nicht mit dir reden soll? Ich habe einen Bogen gestohlen, okay? Und wurde verstoßen. Das war vor der Erprobung. So kann ich in dieser Zeit der Not nicht mal für meinen Stamm kämpfen. Ich muss in der Wildnis leben, ganz allein. Darum wollte ich ein bisschen trainieren. Ich bin bloß froh, dass der Aufseher mit mir geredet hat. Ich glaube, er ist ein Verbannter oder sowas. Ihn scheinen die Gesetze der Stammmütter nicht zu kümmern. Es läuft nicht wirklich besonders gut für dich, was? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, nein. Ich komme klar. Mein Vater sagte immer, Urmutter hätte Pläne für mich. Zumindest bevor ihn ein Läufer überrannt hat. Du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Also, ich zielte gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers, da riss meine Bogensehne, ich stolperte und... Ach, vergiss es. Es war nicht schön, okay? Ich wollte nur etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet? Dort gibt es Prüfungen, fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen, wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht. Der Aufseher ist auf dem Hügel dort, da im Norden. Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. Ich muss jetzt los, Cran. Okay, sei vorsichtig, besonders Richtung Norden. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. Gucken uns doch mal das Jagdgebiet an, oder? Ich wollte eigentlich die Quest aktivieren. So. Ach, da oben. Okay. Gucken uns das dann mal an. Die nächste Quest in unserer Nähe. Ich sprach mit Cran. Er sagte, dies sei ein Jagdgebiet, um sein Können zu testen. Armer Cran, nicht der beste Jäger, aber das macht ihm nichts aus. Trägst ein Sucherzeichen. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht. Du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter, das heilige Land zu verlassen? Ja, aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen. Wirklich? Dann können wir vielleicht offen reden. Es ist so, ich bin hier für die Kaja. Ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge. In Meridian. Wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem. Du könntest genau die Person sein, die wir suchen. Versuch dich doch mal an den Prüfungen. Doch damit eins klar ist, ich würde begrüßen, wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst. Besonders gegenüber den Stammmüttern. Du dürftest gar nicht hier sein, oder? Nein. Mein Freund und ich verließen das heilige Land und kehrten zurück. Den Stammmüttern würde das gar nicht gefallen. Wir sind wahre Jäger. Wir zogen los, um neue Herden und Maschinen zu finden. Und darum wollten wir auch in die Jägerloge.
Doch die Kaja hätten keine Nora aufgenommen, also trugen wir Kaja-Kleidung, als wir uns vorstellten. Nach einer Weile fühlten wir uns wie zwischen zwei Welten gefangen. Nicht ganz Kaja, nicht ganz Nora. Wir vermissten die Heimat. Wir kehrten zurück und haben ein eigenes Jagdgebiet gefunden. Kann das denn gut gehen, ohne die Erlaubnis der Stammmütter? Ich weiß nicht. Doch wir glauben nicht an ihre Regeln. Die Welt da draußen ist groß und es bringt nichts, sie zu ignorieren. Was ist die Jägerloge? Eine Gruppe von Jägern, die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten, geführt von den Kaja in Meridian. Du wirst sie treffen, wenn du im Jagdgebiet 3 Halbsonnen erlangst. Aber sei gewarnt, sie mögen keine Nora. Ja, ich denke, das reicht ein Gespräch, oder? Wähle eine Prüfung und ich erkläre sie dir. Wir machen mal die erste Prüfung zumindest. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserücken abschießt. Okay. Hab viel Spaß. Die Zeit läuft, wenn du eins der Seile runterrutscht. Da sind 2 Seile. Da unten sind die Graser. Feuer und Abriss. Ein Wildschwein. Da ist noch ein Wächter, oder? Ja. Ich würde... Da... Oder ist da besser? Da sind wir näher dran, ne? Wir versuchen mal mit Feuer. Ich glaube... Da oben sollten wir hin. Ja, wir gucken mal. Ich kann diese Maschine nicht überbrücken. Noch mehr darüber schauen könnte. Nicht genug Maschinen übrig. Okay. Feuerfall ist, glaube ich, eine dumme Idee. Da stehen. Schau mir in die Augen, Kleines. So gut, was ich gemacht habe. Mal abwarten, ob sich wieder ein Sturm zusammenbraut. Ich würde erstmal sagen, wir müssen das gleich nochmal machen. Ja, die sind äh,
gegen Feuerschaden. Also, da kriegen sie richtig Damage von. Mann. Aber. Wieso gehen die denn nicht ab da hinten? Diese ich trenne damit die Lohewellen dann nicht ab. Ja, das muss man auch wissen, ne? Ich wusste es bisher nicht. Also kriegen wir Lohe. Und ich schätze mal, wenn wir die Quest neu starten, sind die gerade alle wieder da. Jetzt nicht. Gib mir die Stufe. Gut, wir müssen es also jetzt gleich nochmal machen. Mit normalen Pfeilen. Machen wir. Manchmal geht's. Und manchmal nicht. Alle gekillt. Oh. Dafür hätten dann gehen wir jetzt nochmal nach oben. Machen die ganze Klamotte noch mal. Ja, wo soll ich das wissen? Learning by doing. Hier sind wir geschlagen. Ja. Das habe ich auch gesehen. Das habe ich wohl auch gemerkt. Du hast es nicht geschafft, aber bestimmt nächstes Mal. Du hast es nicht geschafft. Ich hasse dich. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Ja. Die ist sehr gut. Die Zeit läuft, wenn du ein Seil runterrutscht. Ja, ja. Mann. Hier oben die Taktik war so gut. Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Den hin.
kann doch nicht. Alter! Bleib mal stehen. Gut, wir haben eine Prüfung abgeschlossen, welche auch immer. Dann sammeln wir unsere Lohe noch wieder ein. Und dann haben wir die Jägerquest erledigt. Die erste von. Was waren das, 9 oder so? Mal sehen. Das brauche ich. Das brauchst du. Ah, komm, lass uns die Quest aufgeben. Wir holen jetzt keine weitere Lohe. Ich renne jetzt nicht hinter dem her. Wird schon wieder dunkel. Drei halbe Sonnen. Wie viel geben wir denn jetzt? Eine halbe oder was? Diese Glutsonnen sind sehr selten. Sehr gut. Und verdient. Was ist denn eine Glutsonne? Achso, wir haben direkt die Teileprüfung in der höchsten Dingsbums geschafft, oder was? Cool. Holzstapelprüfung. Ich muss allmählich los. Ich werde hier sein, wenn du dich prüfen willst. Was haben wir denn bekommen? Eine Kiste. Eine grüne Kiste, okay. Lohe ist fast voll, die können wir jetzt nicht mehr nehmen. So, Munition sieht gut aus. Ja, mit den anderen Prüfungen. Das kann, glaube ich, eine Zeit dauern. Die werden jetzt nicht einfacher. Wie löse ich denn? Wenn ich mich bei diesen Prüfungen beweisen will. Sollte ich es fair und ehrlich tun? Ja, ich wollte doch nur mal auf so einen Stapel schießen und gucken, ob der umfällt. Allerdings, wir haben ja eben... Haben wir die alle mit den Brandpfeilen gemacht? Immer schön leise. Komm, wir probieren dann noch einmal. So wie eben mit den Brandpfeilen, da sind die ja auch in die Fallen dann... Wir probieren es einfach. Was soll's. Einmal haben wir noch. Du willst es noch einmal probieren? Ja. Ich will nicht, aber... Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieß auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengstoff kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Ich bin gespannt, wie du dich anstellst. Das bin ich auch. Ich bin soweit. Jo, ich will mal gucken. Entweder das klappt oder das klappt nicht. Das machen wir mal einen Versuch. Geht wieder da hoch. Das Schwierigste an der Quest ist, die Graser dahin zu kriegen, dass sie dann unter den Fallen stehen. Ich muss herausfinden, wie ich mehr Maschinen überbrücken kann. Der ist zufrieden. Los, rennst du den Holzstapeln.
hier nicht. Nicht an den Holzstapel, du bist Viech. Zwei von drei, komm schon. Los, nicht da oben in der Ecke rumstehen. Auf weiter. Ah. Nein. Nein. Hab ich den einen noch erwischt? David. Boah, du musst aber auch. Komm, geh weiter. Da! Das ist aber chaotisch. Da gibt es bestimmt einen besseren Trick für. Aber, naja. Weiß ich, ob das jetzt auf der. Ich glaube, wir haben es auf der untersten Stufe, sagt man. So, das soll mir erstmal reichen. Hat nicht so geklappt mit dem Brandfallen. Diesmal.